Australien. Sven Furrer auf Abwägen. Abseits der bekannten Pfade. Australien, das Land der Superlative. Ein Land, ein Kontinent. Die Australier selber behaupten ja, nie erlebst du so glücklich wie in Down Under. Gut, was ich weiss, alles ist tatsächlich viel grösser. Gefährlicher! Gefährlicher! Herziger. Aber macht das wirklich glücklich? We will see. 12.378 Kilometer durch Australien. Alice Springs. Meine Reise von hier bei 46 Grad im Schatten. Wow! Zum Glück habe ich die Lederjacke dabei. Lage mir ist das heiß. Ich bin zuerst mal in Australien. Ich wusste, es wird heiß, aber gerade so heiß, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und das bekannte Alice Springs ist viel kleiner, als das ich gedacht habe. Meine Reise startet im Zentrum von Australien. Das heisst, mitten im Herz vom Roten Kontinent. Oh, leck! Noch nie bin ich so weit weg von daheim. Und ein Reiseprofi bin ich auch nicht. Im Gegenteil, habe ich keinen Bedarf. Denn wenn es nach mir geht, ist die Schweiz das glücklichste Land auf der Welt. Oh nein, ich kann nicht so greifen. Internationale Studien sagen aber, dass die Bürger von Australien die glücklichsten der Welt sind. Ich kann mir es fast nicht vorstellen. Und darum will ich die Menschen kennenlernen, die behaupten, uns geht es am besten und wir sind die glücklichsten auf der ganzen Welt. Mein Forschungsgebiet ist riesig. Das zeigen die Dimensionen meiner Reise. 12.378 Kilometer in 70 Tagen. Zusammen mit meinem Kamerateam reise ich fast um den ganzen Kontinent. Von der Wüste ans Meer, vom Zeltplatz in die Grossstadt, über Autobahnen und Naturstrassen, auf Umwegen und Abwegen. Ich weiß, aber ich kann dich. Ich muss eine IB abstellen. Ich muss mich voll konzentrieren, wenn sie links bleiben. Alles ist verkehrt. Unterwegs bekomme ich den ersten Eindruck von der Größe von dem Kontinent. Die unglaubliche Weite, das Gefühl von Grenzenlosigkeit. Ist das der Schlüssel zum Glück? Heute lerne ich jemanden kennen, der behauptet, er habe den besten Job auf der Welt. Heisse tut Dale Campbell und arbeitet im Outback in der Wildnis Mitte von Australien. Abgemacht habe ich mit ihm in der Ranger Station im Nationalpark von der West McDonald Ranges. Hallo. Guten Morgen. Morning. Ich suche Dale Campbell. Du bist Dale? Freut mich. Ich bin Sven vom Schweizer Fernsehen. Schön, dich zu treffen. How are you? Good. Geht's gut? Ja, klar. Du zeigst mir also heute dein Revier? Verstehen tue ich den Dale fast nicht. Er redet leislich und wirkt unsicher. Trotzdem spüre ich ihn stolz, dass er mir seinen Outback zeigen darf. Der Dale ist ein Aboriginal, ein Ureinwohner von Australien. Und ich darf ihn heute an einem normalen Arbeitstag begleiten. Outback ist nicht nur der Arbeitsort von Dale, er ist Mitbesitzer von dem Land.
Das Land, das schon seit Hunderten von Jahren seinem Stamm, den sogenannten Arernte, kehrt. Als Ranger auf seinem eigenen Land zu arbeiten, ist eine besondere Ehre und macht ihn stolz und glücklich. Das ist also das Land deiner Familie. Ja, das ist mein Land. Meine Familie, meine Onkel und Tanten und meine Großeltern leben hier. Die Häuser da drüben gehören meinen Tanten. Als kleiner Junge wuchs ich hier draußen auf. Aus dieser Erfahrung heraus kam auch mein Wunsch, Ranger zu werden. Diese Hügel rauf und runter zu krabbeln, das hat mich geprägt. Als ich älter wurde, habe ich erkannt, wie wichtig dieses Land für uns Aborigines ist. Aber heutzutage leben die Aborigines doch meist in den Städten. Und du willst raus aus der Stadt? Ja, nach den ersten Jahren hier draußen verbrachte ich fast mein ganzes Leben in der Stadt. Jetzt will ich wieder hier rausziehen, in die Landschaft meiner Kindheit. Das ist meine Lebensaufgabe, dieser Landschaft Sorge zu tragen. Dafür sind wir Ranger ja da. Nachdem ich meine Mutter verloren hatte... Du hast deine Mutter verloren? Ja, vor 6 oder 7 Jahren. Sie starb an Krebs. Mir wurde klar, dass ich mein Leben jetzt in die Hand nehmen muss und einen guten Beruf brauche, um für meine Familie sorgen zu können. Und jetzt habe ich wohl einen der besten Berufe, die es gibt. Okay. Now I've probably got one of the best jobs out there, yeah. I reckon. Der Dale ist verheiratet und hat 2 Kinder. Im Moment lebt er noch mit seiner Familie in Alice Springs. Sein Wunsch wäre aber, dass seine Kinder, gleich wie er, hier in der Natur aufwachsen. Das ist also das echte Outback. Ja, das ist der Busch. Die Ausbildung zum Ranger ist anspruchsvoll. Der Beruf genießt in Australien ein hohes Ansehen. Der Dale ist einer von diesen ganz wenigen Aborigines, was es geschafft hat. Welche Fliegen meinst du? Die hier. Die große? Ja. Die stechen? Ja, die hier versucht es gerade. Das sind Stechfliegen. Die tauchen meist nach einem größeren Regen auf. Wenn sie dich stechen, juckt es höllisch. Wirklich übel. Mit dem musst du hier in dieser Hitze leben. That's one thing you've got to put up with in this heat. Ist das Trinkwasser? Yeah, so this is the drinking water for the Laratel. Ja, das ist Trinkwasser für die Wanderer. Running on. I'll get you to just hold it up to this. Du kannst mir helfen mit dem Schlauch. Oh, we can squeeze it in. Wir schieben ihn hier unter das Netz. Underneath this mesh. Once it's in there. Yeah. Im Sommer steigt das Thermometer nicht selten auf bis zu 50 Grad. Die natürlichen Wasserquellen sind austrocknet. Sättige Wassertanks haben schon manchem Wanderer das Leben gerettet. Da drüben auf dem Ast. Siehst du sie? Der Dale hat einen Eidechs entdeckt. Während der Kameramann ein paar Bilder macht, nuschelt mir der Dale zu. Er fühlt sich gar nicht wohl. Bist du okay? Geht schon. Haben mich wohl zu viele Fliegen gestochen.
Bist du sicher, dass es die Fliegen sind? Ja, glaube ich schon. Tut es weh? Ja, an einigen Stellen schmerzt es. Und im Gesicht? Ich spüre, dass mein Gesicht langsam anschwillt. Und ich mehr schwitze als sonst. Zum Glück finde ich in meiner Reisapotheke ein Antiallergikum. So schlecht habe ich mich in den 20 Jahren hier draußen noch nie gefühlt. Wenn du willst, kann ich dich zur Ranger Station zurückfahren. Das ist schon okay. Ich kann selbst fahren. Bist du sicher? Ja, es ist nur dieser Juckreiz, der so unangenehm ist. Aber ich kann sicher alleine zurückfahren. Die Dreharbeiten mit dem Dale müssen wir abbrechen. Und er besteht darauf, allein zurück in die Ranger Station zu fahren. Wenigstens hat er ein Funkgerät dabei. So. Dale? Vielen Dank für den tollen Ausflug. Sei vorsichtig auf dem Heimweg. Ja, klar. War wirklich schön mit dir. Und pass auf dich auf. Gute Fahrt. Thanks a lot. And good drive. Ja. Bye. Bye bye. So bleibt mir nichts anderes übrig, was mich alleinzig auf die erste Nacht im Outback vorzubereiten. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass in der Wildnis die Giftschlangen meine größte Sorge werden sein. Bah! Oh, ich muss es zumachen, sonst kommt die Fliege. Das ist etwas vom Miesamsten hier in Australien. Schau mal. Die sind so aggressiv. Beißen dem. Alt verstochen, das ist grauenhaft. Und es hat Millionen und Abermillionen. Ich habe das Gefühl, es ist unglaublich. Das ist wie ein Nest. Schau jetzt da, schau da. Bah! Bah! Himmel mal! Die Stechfliegen machen mich fast stiegelisinnig. Und es ist immer noch unerträglich heiß. Das kenne ich von den Walliser Bergen nicht. Später haben wir beim Dale versichert, dass er gut daheim ist angekommen. Lachend sagt er mir am Telefon, in Australien müssen wir sich das Glück halt erkämpfen. Er sei das beste Beispiel dafür. Ich bekomme hier einen ersten Eindruck, was die Faszination Australien uns macht. Die Weite und das Gefühl von Grenzenlosigkeit. In der Nacht haben sich die Stechfliegen zurückgezogen. Aber die brietige Hitze ist geblieben. Geschlafen habe ich nicht viel. Mein erster grosser Reisetag. Und noch vor dem Mittag habe ich schon 340 Kilometer auf dem Zähler. Da geht's zum Ayers Rock. Am bekannten Heiligenberg fahre ich zügig vorbei. Was mich interessiert, sind Abwege.
abseits von den australischen Klischees. Mittlerweile habe ich über 1000 Kilometer auf dem Zähler und langsam wird es dunkel. Die einzige Siedlung weit und breit ist William Creek. Ein Pub, ein Motel, eine Tankstelle und ein paar Blechhütten. Einwohnerzahl 5. Hallo. Good evening. Adriana von der Pink Road. Adriana von der Tankstelle hat für uns hier angerufen und Zimmer reserviert. Mich hat sie nicht angerufen, aber das kriegen wir schon hin. Hi. Rose. Rose. And you're drinking the after und ihr genießt das Feierabendbier. Easy. Ja. Had a hard day. War es streng heute? Nein, nicht wirklich. Hi. Hallo, wie geht's? Adriana hat dich angerufen und Zimmer reserviert. Mich? Keine Ahnung, wen sie angerufen hat, aber sie sollte Zimmer für uns reservieren. Ich habe keine Reservation, aber ich habe freie Zimmer. Für eine Nacht? Ja, nur eine Nacht. William Creek ist eine Oase für Reisende. Nach einem langen Tag und der fast unerträglichen Hitze genieße ich ein kaltes Bier, ein deftiges Nachtessen und vor allem Eis. Wow! Klimaanlage. Aber sofort. Am anderen Morgen mache ich Bekanntschaft mit dem zahmen Dingo Bert und seinem Besitzer, dem Trevor Wright. Ein sympathischer Typ, knorrig und unterhaltsam. Ihm kehrt nicht nur das Pub und das Container-Motel, wo ich übernachtet habe, ihm kehrt das ganze Dorf. Ich bin der Sekretär, der Gemeinderat, der Feuerwehrkommandant, bin zuständig für die Stromversorgung und das Wasser. Ich mache alles vom Chef bis zum Hilfsarbeiter. Und wenn nötig, helfe ich in der Küche und putze die Hotelzimmer. Man muss wirklich vielseitig sein. Ich sitze nicht einfach im Büro hinter meinem Computer und habe nach 8 Stunden Feierabend. Ich bin 7 Tage die Woche 24 Stunden im Einsatz. So ein Dorf ist wirklich ein harter Job. Ich habe oft gelesen, Australien sei das Lucky Country, der glückliche Kontinent. Einverstanden? Ich finde, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir so viel Platz haben, alle dieselbe Sprache sprechen und alle die gleichen Chancen im Leben haben. Wir haben einen Gemeinschaftssinn und helfen einander. Im Outback ist dieser Gemeinschaftssinn besonders ausgeprägt. Nur wenn wir einander helfen, können wir hier draußen überleben. Der Trevor zeigt mir sein Reich. Natürlich im Auto. Weil ohne Klimaanlage haltest du die Mittagshitze fast nicht aus. Vor ein paar Jahren hat er als erstes das Pub gekauft. Dann ist ein Gebäude nach dem anderen dazugekommen. Meistens spottbillig. Bis er schlussendlich im Besitz des ganzen Dorfes war. Ich sage dir, hier draußen zu leben prägt den Charakter. Yeah. Ja.
Vereinfachter hoch. In der Wellblechhütte da drüben steht unser Generator, der das ganze Dorf versorgt. Geradeaus? Ich zeige dir, wo ich lebe. Das ist das einzige Stück Rasen im ganzen Dorf. Und das ist mein Schloss mit Swimmingpool. Wie ist es denn, alleine hier draußen zu leben? Du bist nie wirklich alleine hier draußen. Ich bin ständig beschäftigt mit dem Hotel, mit all den Unterhaltsarbeiten im Dorf. Gut, du hast ja viele Leute, mit denen du plaudern kannst, aber ein richtig persönliches Gespräch gibt es da doch nicht. Nein, weißt du, hier draußen musst du wirklich selbstständig leben können. Wenn du das nicht kannst, hältst du es nicht aus. Im Outback musst du wirklich hart im Nehmen sein. Wenn nicht, treibt dich die Wildnis in den Wahnsinn. Die Hitze, die Fliegen, der Dreck. Der Trevor betreibt zu allem dazu noch einen Flugplatz. Auf dem treffe ich die Jungfrau, die mich am Vorabend im Pub bedient hat. Sie heisst Talia Shepherd und erzählt mir, sie sei die Chefpilotin der Lokal-Airline. Die Talia macht Business mit Touristenflug ins Outback. Eine Pilotin, die nebenbei an der Rezeption arbeitet. Da müssen wir aber ziemlich vielseitig und flexibel sein. Ja, so ist es. Du musst wirklich vielseitig sein. Du musst eine gute Mechanikerin sein, musst gut mit Menschen umgehen können. Es gibt viele Touristen, die hier vorbeikommen. An der Rezeption? Genau. Kochst du auch? Ja, klar. Wirklich? Das ist schon okay so. Wir machen alle alles. Langweilig wird es bestimmt nie. Die Talia erzählt mir ihren freundlichen Eupilot. Sie sehen einander nur selten. Zusammen sind sie eigentlich nur in einer gemeinsamen Ferien. Von Australien sieht sie in ihrem Berufsalltag genug. In einer Ferien wollen sie den Rest der Welt entdecken. Warst du schon einmal in der Schweiz? Ja, ich habe ein Jahr lang in der Schweiz gelebt. Nein, wirklich, wo? Ich bin in Wohlen zur Schule gegangen und habe an drei unterschiedlichen Orten gelebt. In einem kleinen Dorf namens Betwil, in Muri und in Cham. In Cham auch? Ich lebe in Zug, also in Bar. Ach, da bin ich jeden Tag mit dem Motorrad durchgefahren. Hast du dort eine Schule besucht? Ja, ich habe ein Austauschjahr gemacht, nachdem ich die Schule in Australien abgeschlossen hatte. Und ich habe in der Schweiz Fußball gespielt. Der Frauenfußball ist in der Schweiz auf einem unglaublich hohen Niveau. Ich habe viel gelernt. Was, du hast Fußball gespielt? Ja, für Wohlen. Dann trägst du sicher weiße Socken wie alle Aargauer. Nein, ich habe wieder auf schwarze Socken umgestellt. Die Talia macht mir ein Angebot. Wenn ich will, fliege ich mit zu meinem nächsten Ziel. Mein Kamerateam ist begeistert. Ich weniger. Great. Ja, so ein kleines bisschen Geschmüch. Ich bin schon ständig nicht flugtauglich, aber es ist jetzt bald ein paar 20 Jahre her, als ich das letzte Mal geflogen bin. There you go, that's your seat. Thank you. Yeah. Ah. Yep. Okay, cool. Thanks. All right, so all the way down. Perfect. Talia meint, der Blick von hier oben an, das ist das australische Glück. Es gäbe nichts Schöneres.
Wir fliegen über den Lake Eyre, ein riesiger Salzsee. Hier unten ist die Clayton Station, eine Farm fast so gross wie der Kanton Tessin, mit einer eigenen Landepiste. Der Clayton Oldfield und sein Vater Shane sind Besitzer der Farm. Zwei richtige Outback-Büben. Harte Schalen, weiche Kerne. Du bist der Sohn, Clayton. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Sven. Wie geht's? Gut, danke. Und wie ist das Leben auf der Clayton Farm? Kann mich nicht beklagen. Das ist mein Vater, Shane. Freut mich. Wie geht's? Gut. Und wie sieht's aus? Trocken und heiß? Dry and hot. Es ist heiß und es ist trocken, das stimmt. Und viel Arbeit. Allerdings, wir müssen die Wasserlöcher fürs Vieh füllen. Und die Zäune müssen repariert werden. Klingt gut. So, habt ihr also Arbeit für mich? Keine Sorge, wir finden schon was für dich. Ich bin zuerst mal in Australien. Seit einer Woche bin ich jetzt unterwegs. Auf meiner Suche nach dem australischen Glück habe ich jetzt schon 1300 Kilometer hinter mir. Und jetzt bin ich auf der Clayton Station. Ich begleite den Clayton Oldfield. Seit Generationen bewirtschaftet seine Familie die typisch australische Farm Mitte im Outback. Eine Farm so gross wie der Kanton Tessin. Wie ist das Leben auf dem Land, wo der nächste Nachbar 35 km weit weg lebt? Auf ihrem Land züchten die Oldfields Rinder. Und zusätzlich halten sie Herden halbwilde Ross. Die probieren wir heute zusammenzutreiben, mit Hilfe von unseren zweirädrigen Ross. So, was ist der Plan? Dort drüben siehst du eine Staubwolke. Das sind die Pferde. Wir fahren gleich rüber, meinem Vater zu helfen. Deinem Vater? Ja, dort siehst du das Licht seines Motorrads. Er fährt mit einigem Abstand zur Herde. Er treibt die Pferde darüber und wir schneiden ihnen dann den Weg ab. Oh, okay. Sind praktisch wilde Ross. Maximal 2 bis 3 Mal im Jahr werden sie zusammentrieben. Es ist fast ein bisschen so, dass wir gerade jetzt die Glick zusammentreiben. Die Tiere und Natur bestimmen das Leben auf der Farm. Das erinnert mich an meine Kindheit im Wallis. Trennt ein Ross von der Herde. Der Grund ist, das Tier hat er an einen Rossstallbesitzer in Perth verkauft. Der Clayton hat sich ein ganzes Jahr in Kanada als Pferdeflüster ausbilden lassen. In so einem Moment kommt der Weichkehren vom coolen Cowboy zum Vorschein. Es ist noch ganz aufgedreht vom Zusammentreiben. Ich muss sie zuerst beruhigen. Ich spiele ein wenig mit ihr rum und versuche, die Bindung zu ihr aufzubauen. Sie muss wieder Vertrauen zu mir gewinnen. Mit Hilfe von einer raschelnden Blache versucht er, dem Tier die Schreckhaftigkeit zu nehmen. So tut er das Ross auf den Transport vorbereiten.
Bedeutet für dich Glück, mit Pferden zu arbeiten? Es ist eine Leidenschaft für mich. Ich reite, seit ich 2 Jahre alt bin. Mit 10 habe ich mein erstes wildes Pferd gezähmt. Ich bin mit Pferden aufgewachsen, habe mit ihnen viele schöne Dinge erlebt. Ich fühlte mich Pferden immer nahe. Ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten und neue Ziele mit ihnen zu erreichen. Es ist eine Leidenschaft, ganz klar. Komm näher. Du darfst dich nicht verkrampfen, sei so, wie du bist. Dann nimmt sie dich an. Hast du Erfahrung mit Pferden? Ja, mein Vater hatte 20 Jahre lang Pferde. Sie hat keine Macken oder irgendetwas. Sie hat einfach Angst. Du musst also einzig ihr Vertrauen gewinnen. Lass sie dich kennenlernen. Sie soll dich mit beiden Nüstern riechen können, denn jedes Nasenloch verarbeitet unterschiedliche Informationen. Und halte sie an der kurzen Leine, dann kannst du sie besser kontrollieren. Genieße es. Und vergiss nicht zu lächeln. Schon faszinierend, vorne bin ich. Mit dem TÜV hintereinander angefahren, das war ein wildes Ross und jetzt kann ich streicheln. Kühlhaltung ist Knochenarbeit. Das Land der Familie Oldfield ist extrem trocken und karg. 900 Kilometer Stacheldrahtzäune hat die Kühlherde zusammen. Es ist eine lebenslange Sisyphusarbeit, die Zäune instand zu halten. Ob ich ihm wirklich helfen kann, weiss ich nicht. Aber der Clayton genießt meine Begleitung. Das Outback ist eine einsame Angelegenheit. Also, hier bauen wir ein Gatter. Ja, wir schweißen Verstrebungen für ein Gatter. Brauchen wir die? Ja. Wir können nicht schnell in die Eisenwarenhandlung gehen. Die ist 800 Kilometer weit weg. Wir haben hinterm Haus unseren eigenen Supermarkt mit Sperrmüll und Altmetall. Den durchsuchen wir, wenn wir etwas brauchen. Du musst dir zu helfen wissen. Alles wird wiederverwendet, nichts wird weggeworfen. Das sind alte Wasserleitungen. Der Clayton hat grosse Pläne gehabt. Zusammen mit seiner Frau hat er die Farm übernehmen. Leider ist die Ehe gescheitert und der Traum ist somit geplatzt. Seine beiden Sehen leben jetzt in der Stadt. Weit weg von ihm. Ich weiss, das ist ein Thema, das der Clayton nicht gerne darüber redet. Darum probiere es mit einem lockeren Spruch. Muss ganz schön schwierig sein, hier im Outback eine Frau kennenzulernen. Ja, du läufst nicht gerade täglich einer über den Weg. Erst recht keinem heißen Schweizer Girl. Touristinnen? Nein, die Auswahl ist bescheiden. Du musst einfach jede Chance nutzen. Hast du eine Freundin? Nein, zurzeit bin ich Single. In dem Zusammenhang werden mir die Schattenseite vom Outback bewusst.
Die Menschen haben jetzt zwar die grosse Freiheit gepachtet, aber es ist schwierig, einen Partner zu finden, der gemeinsam das Glück leben kann. Seltsam weiss anmutende Bäume sind das Resultat von einem Buschfeuer 2003, also vor 11 Jahren. Aber die Bäume sind nicht kaputt und sind nicht tot. Die erholen sich wieder. Man sieht, in den Bäumkronen hat es wieder Grie angesetzt. Mein nächstes Ziel ist Delgetty, ein abgelegenes Nest mit weniger als 100 Einwohnern. Wenn es nach dem Willen der Politik gegangen wäre, hängen der ländliche Wieler vor 110 Jahren um ein Haar die größere Bekanntheit als Sydney oder Melbourne erlangt. Hallo? Hallo? Morning. Morgen. Kann ich Ihnen was fragen? Ich habe keine Zeit, wirklich. Nur zwei Minuten. Stimmt es, dass Delgetty mal beinahe die Hauptstadt von Australien wurde? Ja, das war der Plan. Wie kam es dazu? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur die Bildlegende von den Bildartrüben. Das ist das Foto und die Bildlegende dazu. Ah, und das sind die Minister? Ja, damals. Und was machen die im Wasser? Na was, sie baden. Um das Wasser von Delgetty zu testen? Ich weiß nicht. Ich kann dir wirklich keine Geschichte dazu erzählen. Okay. Das sind Minister von der australischen Provinzen. Sie haben 1903 einen Standort für eine gemeinsame Hauptstadt gesucht. Sydney und Melbourne waren damals Rivalen. Die Minister haben einen Standort gesucht, der unabhängig zwischen den zwei Grossstädten liegt. Hier unten ist das Foto entstanden, das wir vorher oben am Pub gesehen haben. Und schlussendlich hat man sich gegen Delgetty entschieden, weil einerseits es zu weit von der Eisenbahnlinie war und andererseits haben sich Minister von Sydney benachteiligt gefühlt, weil Delgetty ein paar wenige Kilometer näher an Melbourne ist, am Erzrival von Sydney. Man hat sich damals für ein anderes Nest, das niemand kennt, entschieden. Oder wisst ihr es? Canberra. In der heutigen Hauptstadt treffe ich meinen nächsten Gesprächspartner, der Urs Welterlin. Er ist Korrespondent für die Schweizer Radio und Fernsehen und lebt seit x Jahren in Australien. Es ist eine künstliche Hauptstadt, ein bisschen wie Brasilia in Brasilien. Aber wir sind hier buchstäblich, wir sitzen hier auf einer Schafsweide. Canberra war schon mal eine Schafsfarm. So, jetzt sind wir wirklich right in front von dem Parlamentsgebäude. Es wäre super zum Spielen hier. Es gibt kaum ein Land, das so gross ist und man so wenig über seine Politik weiss. Im Vergleich zum Urs passt mein Outfit eher zur Schafweide als zur Staatspolitik. Aber wir reisen schon mit einem Hemdli und einer Krawatte durch Australien. Der Urs hat mit einem Politiker abgemacht, der ist, das Parlament zeigt. Guten Morgen, Angus. Wie geht's? Good morning. Nice to meet you. Guten Morgen. Ich bin Sven. Wie geht's? Very good. Sehr gut. Wir haben es gefunden. Yeah, yeah. But that's not es ist nicht so schwierig, so ein riesiges Gebäude zu finden. Es ist im Hügel versteckt. 1988, als man das Parlamentgebäude eröffnet hat, ist es das teuerste Gebäude auf der Welt gewesen. Nicht weniger als 1 Milliarde Schweizer Franken hat es gekostet. Das ist das Parlament. 150 Repräsentanten. Die Regierung sitzt auf dieser Seite, die Opposition da drüben. Und die kleinen Parteien irgendwo hier. Und im Gegensatz zur Schweiz geht es hier sehr laut zu und her. Das ist ein Teil unserer Kultur.
Wir gehen direkt miteinander um. Das ist ganz typisch australisch. Wir sehen es in diesem Parlament. Die Debatten hier sind berühmt-berüchtigt. Einige finden das toll, andere finden es schlicht unanständig. Aber die Realität ist, dass dies einfach zu unserer Kultur gehört. Und was sind die großen Themen im Parlament zurzeit? Es gibt verschiedene große Themen. Aber das mit Abstand wichtigste sind die Arbeitsplätze. Seit die Rohstoffpreise einbrechen und der Investmentboom abkühlt, müssen wir schauen, wie wir Arbeitsplätze schaffen können. Das ist eine wirklich harte Debatte. Als ich mich auf diese Sendung vorbereitete, las ich viel über das Lucky Country. Wie sehen Sie das? Nun, gewisse Leute übersetzen den Ausdruck Lucky Country als das Land, das Schwein gehabt hat und so zu Wohlstand kam. Wir hatten aber nie einfach Schwein. Wir hatten stets auch Probleme zu bewältigen. Eine große Herausforderung zurzeit ist die Wirtschaftslage. Unsere Arbeitslosenquote steigt. Wir haben mit dem Rohstoffboom einiges unserer Konkurrenzfähigkeit eingebüßt. Wir müssen das Glück wieder in die Hand nehmen. Wir nehmen die Welt so, wie sie ist. Wir machen unser eigenes Glück, indem wir uns den Realitäten anpassen und die Probleme pragmatisch anpacken. Ich bin gespannt, wie die Familie Walterlin lebt. Wir fahren aufs Land. Das ist extra. Oh, schau, jetzt schön. Extra für Schweizer Fernsehen. Jo, grossartig. Und ich finde, das Grössenverhältnis bin ich eigentlich. Ja. Der Urs Walterlin hat schon in seiner Jugend von einem Bauernhof geträumt. Heute betreibt der Journalist in Gundary eine Hobbyfarm. Moritz! Moritz! My home is my castle, hä? Jawohl, kann man sagen. Das ist Wombat Creek mit Hund. Der Moritz, der kommt jetzt hier. Eier, Eigenproduktion. Jawohl, Eigenproduktion, Eier, richtig. Ja. Der Urs und Christine haben sich vor über 20 Jahren in Australien kennen und lieben gelernt. Mit ihrem damaligen Partner sind sie in Australien in einer Ferien gsi und sich zufällig über den Weg gelaufen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, man darf ihn nicht alleine mehr draußen lassen. Ja, genau. Ja, das ist so unser Gehöft sozusagen. Nein, das ist also unser Grundstück, das, da gehört der Berg auch noch dazu und das zieht sich dann ein bisschen dort hinten und hier oben. Also eine komische Form, sind eigentlich drei Grundstücke, insgesamt sind es 134 Hektare. Dann habt ihr aber das Grundstück bzw. das Haus habt ihr so vorgefunden, als ihr es gekauft habt? Überhaupt nicht, wir haben alles selber gebaut. Da ist überhaupt kein menschliche, ausser Hege, ist kein Zeichen von Menschen gewesen. Auf dem Grundstück. Ja. Wir haben angefangen, hier, wie viele Australier das machen. Zuerst haben wir einmal einen kleinen Wohnwagen angestellt. Und zwar etwa hier, wo das Haus jetzt ist. Ja. Dann haben wir einen grossen Wohnwagen angestellt, weil die Familie gewachsen ist. Aha. Und dann war es im Wohnwagen einfach zu kalt. Weil da kann es sehr kalt werden, weit unter Null in dieser Gegend. Das weiss man oft nicht. Australien ist nicht immer heiß. Ja. Ganz und gar nicht. Australien kann sehr kalt sein. Und dann, der Wohnwagen ist eben zu kalt geworden. Wir hatten hier keinen Strom gehabt, nichts. Und dann haben wir das Haus verbauen. Also kann man dann so sagen, deine Wurzeln sind jetzt hier? Meine Wurzeln sind in der Schweiz. Ja. Ich bin Schweizer. Ich bin ein Schweizer, der in Australien lebt. Schau, ich habe gelernt, im Verlauf der Zeit zu sagen, du bist dort daheim, wo die Menschen sind, die du am liebsten hast. Mhm. Dort bist du daheim. Ist eigentlich egal, wo du wohnst. Mhm. Ob jetzt du in der Schweiz bist oder 18.000 Kilometer weiter hier in Wombat Creek. Hey. In der Nachbarschaft hat sich umgesprochen, dass der Urs Besuch vom Schweizer Fernsehen hat. Also Urs, was erwartet ist da?
Ja, da erwartet uns eine ganz normale nachbarschaftliche Party. Ein Barbecue, ein Australis Barbecue. Und das findet im Chat im Gartenhäuschen statt. Typisch australisch. So, da sind die Leute. Ja. Und wir da. Hallo. Hallo. Das ist der Mick. Hey Mick. Hallo Mick, schön dich kennenzulernen. Bei diesem heißen australischen Wetter habe ich immer so einen Durst. Sehr gut, das gefällt mir. Thank you very much. Vielen Dank. Cheers. Prost und nochmals danke für die Einladung. Urs, ist jetzt das ein typischer Chat? Ja, das ist jetzt ein sehr. Was zeichnet ein typischer Chat aus? Ein typischer Chat ist, dass alles dominiert wird von Männersachen. Je weiter weggeht, man geht von der Großstadt, ist es so, dass je mehr ist Chat wirklich Männerdomäne. Und sogar, als ich vor 20 Jahren hierher kam, war es so, dass bei solchen Partys die Frauen und Männer eigentlich fast strikt getrennt waren. Männer waren in einer Ecke und haben ihr Bier getrunken. Mhm. Und die Frauen waren in der Regel in der Küche und haben dort ihre Sachen diskutiert. Heute dürfen die Frauen dabei sein. Sie dürfen sogar mit Fremden flirten. Hello. Oh, hi, I'm Hallo, ich bin Julie. Nice to meet you. Hallo, ich bin Sven. Wie heißt du? Sven. Yes. Oh, schöner Name. Really? Wirklich? Danke. Thank you. Different. Different, yeah. Er ist anders. Eigentlich rede ich nicht mit Leuten, deren Namen ich nicht kenne. Mick und Julie, das sind unsere wichtigsten Nachbarn. Ist das Nachbartum eigentlich etwas sehr wichtig? Ah, schon. Look, wenn man so im Busch wohnt, da sind gewisse Sachen, die passieren können. Das Erste ist natürlich das Feuer. Feuergefahr ist immer da, außer jetzt gerade, wo es regnet natürlich. Aber normalerweise, wir sind umgeben von Feuergefahr, nämlich von Eukalyptuswäldern. Man muss zueinander schauen. Das ist nachbarschaftliche Pflicht. Und eben, es kann ja auch mal etwas passieren, dass jemand von einer Schlange gebissen wird und allein ist. Und dann muss man halt reagieren. Ja, okay. Auf jeden Fall. Alright, so we're gonna join a bit of wire on. Es wird eine lange und eine lustige Abend. Irgendwann beschließt der Kollege von Urs Welterlin, der Brian Cox, mir das Zäunen beizubringen. Das kann ja nie schaden. Lektion 1, der Achterknopf. Come up underneath. Von unten hoch durchs Auge. So now we're going over. Ja. Under. Oben drüber und runter. Over. Oben durch wieder runter. Back through there, under again. Und dann so. Jetzt sieht es aus wie eine 8. Also, du bist also der Zahnprofi hier in der Gegend. Ich baue Zäune seit 60 Jahren. Okay. Zum Gaudi von der ganzen Nachbarschaft bin jetzt ich dran. Das Greenhorn unserer Schweiz. So, und dann? On the top. Yep. Pull it towards you. Oben durch und so. Zu dir hin. That's it. Like this. Now just straighten it a little like that. Yeah. There you go. Underneath. Unten durch. Over the top. Und oben rum. Down underneath. Wieder unten durch. Down like this. Und zurück hier durch. Just slide it down a bit more so you can get Drück ihn noch ein wenig runter. Ah, hier muss ich jetzt rein. Pull it back tight. Fest zurückziehen. Zurückziehen. Yeah. Fest. Pull it back there tight. Ja, pull this hard. Ja. Hey, schau mal dir Acht dran, hä? Wie aus dem Lehrbuch. Thank you very much. No worries. Thank you. Weiter geht's in die Blue Mountains, nach Katoomba, eine Stunde westlich von Sydney. Das Städtchen lebt wie ein Haufen andere Destinationen vom Tourismus. Die Gäste kommen wegen der Natur. Immer noch das wichtigste Kapital von Australien. Morgen treffe ich den Ururenkel von einem bekannten Engländer. Der ist vor 178 Jahren hier gestanden, hat die Natur bewundert und eine Idee gehabt.
die die Welt verändert hat. That's great. Just pop it in here if you want. Oh, look, it's 100. Ich lerne einen schrägen, aber sehr sympathischen Vogel kennen. Du siehst aber startklar aus. Wie bist du denn unterwegs? Menschen bestiegen in diesen Kleidern den Mount Everest. Und wer ist das? Das ist Matthew, ein Wildhuhn. Ah, okay. Der Chris Darwin ist der Ururenkel vom bekannten Charles Darwin, Begründer von der Evolutionstheorie. Der Chris setzt sich für den Schutz von bedrohten Arten ein. Und warum bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Ich versuche, meinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Ich will herausfinden, was die Australier von seinem bekannten Besucher Charles Darwin heute noch lernen können. Sein Ururenkel Chris zeigt mir die eindrücklichen Wentworth Falls in der Nähe von Katoomba. Der Charles Darwin hat die Gegend um 1836 im Rahmen von einer mehrjährigen Expedition erkundet. Er glaubt, wie alle damals fest daran, dass Gott die Menschen und die Natur erschaffen hat. Hier, an diesem Ort, hat aber das Weltbild Risse bekommen. Er wanderte hier runter und sah diese fantastische Aussicht. Hier entstanden die ersten kritischen Gedanken, die später in der faszinierenden Frage mündeten: Was sind wir? Stammen wir vom Affen ab oder wurden wir von Gott erschaffen? Charles Darwin hielt in seiner Autobiografie sein Denken fest. Er schrieb: Meine goldene Regel lautet, schenke jenen Fakten besonders viel Aufmerksamkeit, die deinen Überzeugungen widersprechen. Das war seine goldene Regel. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir von ihm lernen können. Überleg dir, was er da sagte. Das ist gewaltig. Selbstverständlich neigen wir dazu, alles zu ignorieren, was unseren Überzeugungen widerspricht. Darwins Grundhaltung macht das Leben absolut faszinierend. Denn plötzlich hat dich alles zu interessieren. Nichts ist sakrosankt. Du musst alles hinterfragen. Das ist wohl das Wichtigste, das ich von ihm gelernt habe. Er hat also viel verändert. Du hast auch viel verändert. Du hast dein Leben verändert. Erzähl mir etwas darüber. Viele von uns hatten schon einmal dunkle Zeiten im Leben. Ich auch. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Große Sache. Und natürlich kannst du danach nie mehr derselbe sein. Was hat sich verändert? Nun, davor war ich nur an Geld und materiellem Erfolg interessiert. Ich merkte aber, dass mir Geld nicht das geben konnte, was ich brauche. Darum wurde ich Bergführer und versuchte, ein fröhliches, optimistisches Leben zu führen und nicht mehr nach materiellem Reichtum zu streben. Chris hat früher gutes Geld als Werber gemacht. Sein Glück aber hat er in der Natur gefunden. Sven, hier wird's nass. Und wir laden alles ab. Ja, Rucksack runter, Neoprenanzug anziehen. Das ist der erste Sprung. Weil das Wasser nicht tief ist, musst du rückwärts springen. Was, rückwärts? Ja, rückwärts. Ah, also so. Ja, ist es sicher? Nein, überhaupt nicht. Ist das schön hier. Hier gibt es Süßwasserhummer.
Wollen wir anfangen? Ja, klar. Die können dich ganz schlimm zwacken. Ja, wirklich? Ganz schlimm zwacken. Lass dich nicht erwischen. Er versucht's gerade. Jetzt bist du dran. Er kann mit den Scheren weit nach hinten greifen. Versuch die Hand so flach wie möglich zu halten. Wir machen es so. Ich halte ihn vorsichtig mit dem Stock und du kannst ihn sicher in die Hand nehmen. Hast du ihn? Halt ihn gut fest. Du tust ihm nicht weh. Und jetzt die Hand ganz flach. Sehr gut so. Das ist ein australischer Süßwasserhummer, ein Yabby. Das war aber knapp. Ich dachte schon, er gebe dir einen Abschiedskuss. Es ist beeindruckend, mit was für einer Begeisterung und Unbeschwertheit der Chris Darwin der Natur begegnet. Chris ist überzeugt, dass man mit positiven Erlebnissen in der Natur bei den Menschen viel den nachhaltigeren Effekt erreicht, als wenn man mit Moralisieren auf schlechtes Gewissen macht. Das ist schon noch, das ist der Höhepunkt, das ist das Sahnehäubchen vom Canyon. Sehr gut gemacht. Du warst super. Schau das Lichtspiel. Wunderschön. Die Familie Darwin lebt in der Kleinortschaft Glenbrook. Der Chris ist ein Naturfreak. Seine Frau Jackie ist PR-Beraterin in Sydney und bezeichnet sich selber als City Girl. Ihr Haus ist der perfekte Kompromiss. Zwei Schritte hinter dem Sitzplatz von der regelrechten Urwald an. Yeah, it's not good. So, now what have we got? Who wants a coffee? Wie passend ein Naturfreak und ein PR-Berater in unserer Stadt zusammen. Auf den ersten Blick sind der Chris und Jackie ein kurioses Paar. Beim Zmorgessen merke ich aber bald, dass sich da zwei Gegensätze gefunden haben, was sich bestens ergänzen. Wie steht es nun mit dem Umweltschutz in Australien? Muss schwierig sein. Alle reden nur vom Wirtschaftsboom im Land. Die Umweltverschmutzung ist groß. Australien hat einen größeren ökologischen Fußabdruck als die meisten europäischen Länder. Eigentlich als die meisten Länder der Welt. Wir könnten noch vieles verbessern. There's a lot that could be improved on. Ökologisch sind wir ein weniger glückliches Land. Ist der Klimawandel für euch erwiesen? Für mich ja. Es muss dringend etwas geschehen, meiner Ansicht nach. Australien hat bereits ein extremes Klima. Wir haben zwar nicht die tiefen Temperaturen wie ihr in Europa, aber wir haben die extrem hohen Temperaturen und heftige Stürme. Das wird immer schlimmer und unangenehmer. Nahrungsmittel werden teurer. Es wird viele andere Folgen haben. Aber ich denke, wir Menschen ticken halt so.
Solange du nicht direkt betroffen bist oder besonders selbstlos, unternimmst du nichts gegen den Klimawandel. Ihr Ziel ist, Ellie, der Monty und der Ressi für die Natur zu begeistern und nicht wie andere Kinder Stunden vor dem Computer zu verbringen. Ich darf beim allmorgendlichen Ritual dabei sein. Und schnell merke ich, das machen sie nicht nur, weil das Fernsehen da ist. Die Kinder kennen alle Vögel, die hier im Wald leben. Sven, sie werden dir aus der Hand fressen. Setz dich hierher. Jungs, seid ihr bereit? Ah, schau dort. Wir müssen alle ruhig sein. Dann kommen sie runter. Du musst ganz ruhig sein. Er geht wieder. Keine Sorge, er kommt zurück. Sehr gut, du bist geduldig. Ja, ich bin halt ein Vogelflüsterer. Vogelflüsterer und Hummerflüsterer. Wie fühlt sich das an, Sven? Großartig. Ich versuche jeden Tag so zu beginnen. Die Idee dahinter, wenn du mit einem positiven Gefühl in den Tag startest, kommt alles gut. Das Bild würde dem grossen Charles Darwin gefallen. Seinen Ururenkel, der dem Schweizer Journalist zeigt, wie wenig das braucht, das Glück in der Natur zu finden. Ich komme in Darwin an, im tropischen Norden von Australien. Die Gegend ist berühmt-berüchtigt für Salzwasserkrokodil. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Nicht wenige wollen am liebsten die gefährlichen Jäger ausrotten. Wie können Mensch und Krokodil zusammenleben? Einer, der das weiss, ist der Charlie Manolis, Krokodilforscher und Chefwissenschaftler im Crocodiles Park in Darwin. Als erstes will er mir ein Krokodil zeigen, das in der letzten Nacht im Crocodiles Park gestorben ist. Es war das größte Krokodil, das je im Hafen von Darwin gefangen wurde. Es ist also ein ganz spezielles Tier. Für den Transport haben die Mitarbeiter von Charlie das Todtier auf eine Barre fixiert. Es war schon länger krank. Letzte Nacht ist es gestorben. Stell dir vor, du begegnest zu einem Tier bei einem romantischen Mondscheinbad. Ich habe noch nie ein Krokodil von so nah gesehen. Wenn dich ein Tier von dieser Größe erwischt, hast du null Chancen zu überleben. Null. Aber sie sind ein Teil unseres Lebens. Ein wichtiger Teil. Stimmt. Die Menschen hier im Norden müssen mit diesen Tieren leben. Es geht also darum, die Population so zu kontrollieren, dass die Menschen die Tiere akzeptieren. Du kennst das von den Wölfen in der Schweiz. Die Bauern wollen sie nicht, weil sie ihre Schafe reißen. Die Krokodile fressen Vieh, Büffel, Menschen. Sie fressen alles. Unsere Herausforderung besteht darin, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, dass sie diese Tiere wollen. Wir mussten die Tiere also irgendwie wertvoll machen.
Das kann Tourismus sein oder die Zucht. Wir haben jetzt ein nachhaltiges Programm. Wir haben zahlende Touristen in unserem Park. Wir haben eine Fleischindustrie, exportieren Krokodilhäute, das schafft Arbeitsplätze. Krokodile sind also wertvoll. Sven, das ist unser Inkubator. Da haben wir normalerweise bis zu 12.000 Eier drin. Leider bist du zum Ende der Brutsaison hier. Aber du kannst mir trotzdem helfen. Okay. Schau sie dir an. Sie wollen abhauen. Wir tun sie ins Becken. Die kommen aus der Wildnis, vom Adelaide River, 60 Kilometer von hier. Pass auf, dass sie dich nicht beißen. Also die können beißen? Oh ja, sie kommen mit 68 kleinen Zähnen aus dem Ei. Es ist unglaublich. Sie finden immer den empfindlichsten Teil deines Fingers. Siehst du die kleinen Zähne? Ganz vorne oben siehst du den kleinen Weißen da. Den meine ich. Das ist der Eierzahn. That's how he got out of the egg. That's his egg tooth. Ah, okay. So kann er das Ei öffnen. Du siehst, alle Zähne sind schon da. Sie sind scharf und sie beißen. Ich habe keinen Kugelschreiber dabei. Die beißen dich problemlos blutig. Du kannst eins halten. That's unbelievable. The skin unglaublich. Is so die Haut ist so weich. Fine. It's soft. It's great photo. Hey guys. Hard to believe that something this kaum zu glauben, dass so etwas Niedliches mal 6 Meter lang wird. 6 meters long. Yeah. Die Zuchtstation vom Krokodilpark ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Charlie und sein Team müssen ein grosses männliches Tier einfangen. Es wird im Zoo das Krokodil ersetzen, das letzte Nacht gestorben ist. John wird versuchen, ein Seil über sein Maul zu werfen. Aber bist du sicher, dass da nur eins drin ist? Ja, ja. Jungs, sucht alles genau ab. Passt auf, wenn es hochkommt. Es wird sehr schnell sein. He'll come up fast if he does. Vor wenigen Minuten hat mir der Charlie erzählt, es gibt keine Überlebenschance, wenn die so ein Krokodil attackiert. That's it, that's it. Did he open his mouth? Ja, aber hoffentlich machen die das nicht zum ersten Mal, hä? Come back, Peter. Komm in Sicherheit. That's it. That's all right. Now let's let him calm down. Let's let him calm down. He's on. He's not going anywhere. Das Krokodil probiert sich zu befreien, indem es sich um die eigene Achse dreht. Grauenhaft. Du merkst jeden Zopf, den er macht. Er macht nur eine kleine Bewegung und dann zieht er dich ab vor. Come on. A couple of people on here, just pull him up. Achtung. That's it. 109. Das ist ein Riesenapparat, schau mal. So ganz wohl ist mir auch nicht mehr. Where do you want him now, John? Jetzt ist er 1,50 Meter, 2 Meter von mir weg. Where do you want his head, so we can pull him up? Okay. Ja, es ist ziemlich aufregend. Das ist 50 cm von mir der Grind. Und ich habe eigentlich das Seil, das ihm die Schnur zu hat.
Boah, la quara marce, what's close? Okay. His jaws are actually tied, John. So what we do now is just put in this. Wir binden ihm jetzt das Maul zu. Das Krokodil hat unglaubliche Kraft beim Zubeißen, aber fast keine Kraft, um das Maul zu öffnen. Eine dünne Schnur reicht. Es ist ganz ruhig jetzt. Ja, aber sie haben diese Ausbrüche. Sie sind sehr schnell erschöpft, müssen sich erholen. Und plötzlich bäumen sie sich wieder auf. Wenn er sich benimmt, können wir glücklich sein. Aber wir müssen immer aufpassen. Der Hals des Krokodils ist so stark, wir können es problemlos ziehen. Passt auf das Bein auf, Jungs. Zuerst war ich irritiert, als ich den Packer gesehen habe. Nach allem, was ich aber erlebt habe, ist mir klar, dass man so ein Tier mit so einer Kraft nur so transportieren kann. Und so bringen die Leute von Charlie das Krokodil in seinen neuen Käfig. Okay, 1, 2, 3, go! That's it. He might walk through. Hang on. Watch it, Bell. That's what I said. Just watch it. Watch yourself there. He's coming through the fence. Okay, lift his back legs, guys. Lift his back leg. Okay, hop on him, someone. Hop on him. Und nichts vergessen. Es ist noch eins da drin. Nichts vergessen. Okay, let him go. Let him go. Ein Haufen Australier vertiefeln Krokodil. Dank dem Charlie Manolis und seinem Team sind die Tiere in Darwin eine Attraktion, die Arbeitsplätze schaffen. Da, wo die Natur und die Menschen aufeinandertreffen, können Konflikte entstehen. Ich denke, wir Menschen müssen akzeptieren, dass es die absolute Sicherheit nicht gibt und probieren, mit der Natur zusammen im Einklang zu leben. Auf meiner Reise wage ich mich schon auf einige Abwege. Aber so lang war noch keiner. Die Gip River Road. 660 Kilometer mitten durch die Gegend der Kimberley. Die legendäre Oberlandstrecke ist nur in der Trockenzeit befahrbar. Denn wenn die Flüsse wenig Wasser führen. Egal, wenn wir hier stecken bleiben, einfach nicht aussteigen, weil da hat es Krokodil drin. Und nicht wenig. So, die Sonne geht unter. Es ist eine Frage von 10 Minuten, 40 Stunden, dann ist er weg. Und ich muss jetzt das Nachtlager finden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich ein kleines bisschen unter Druck. Das ist der Vorteil vom endlosen und menschenleeren Outback. Ich biege einfach von der Straße ab und fahre in unberührte Natur, um zu übernachten. Weit weg von der Zivilisation. Wo wäre das in der Schweiz noch möglich? So, und fertig ist mein Nachtlager.
endlosen Weiten vom Kontinent sind heute praktisch menschenleer. Früher sind die Aborigines auf der Suche nach Nahrung durch das Land gezogen. Mit dem Eintreffen der ersten weißen Siedler vor 226 Jahren ist das Leben der Ureinwohner aus dem Gleichgewicht geraten. So. Das ist irgendein Privatgrundstück. Ich nehme mal an, wir sind richtig. Gerne mal schauen. Ich habe mit Neville Paulina abgemacht. Er lebt mit seiner Familie im Unkalkara Camp. Der Neville kehrt zum Aborigine-Stamm von den Nikina. Zusammen mit ihm will ich die Australien von den Ureinwohnern kennenlernen. Das Leben in der Natur und mit der Natur. Gerne mal fragen. Hallo! Du musst Neville Paulina sein. Ja, das bin ich. Ich bin Sven, schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Wie geht's? Fantastisch. Ja, bei dem Wetter? Sehr schön. Und angenehm kühl seit zwei Wochen. Hi. Wer bist du? Ich bin Simon Paulina. Aha, der Sohn. Ah, okay. Hello, hi. Welcome. Willkommen, ich bin Joe. Sven, freut mich. Die nächsten zwei Tage lebe ich im Busch, zusammen mit der Familie von Neville. So. You alright? Yeah, I'm okay. Also, alles Wasser, das du hier im Camp findest, kannst du ohne Bedenken trinken. Und Schlangen? Snakes are the same. Lass die einfach in Ruhe. Die kommen nicht, um dich zu beißen, die haben Besseres zu tun. Okay. Lass sie einfach vorbeiziehen. Und es gibt keine Probleme. That's okay, that's easy. Another thing we ask you here is that. Bring kein Tier um, das du nicht essen willst. Okay. Das ist meine einzige Regel hier. Okay. Wir leben in einer symbiotischen Beziehung mit der Natur. Dingos kommen vorbei, wilde Truthähne. Neulich steckte ein Strauß seinen Kopf ins Auto rein. Das ist also deine Unterkunft. Sieht toll aus. So. Das ist wirklich wie Himmel. Like heaven. I can. Wenn du auf diesem Bett schläfst, fühlst du dich wie im Himmel. Das ist dein Bad. Das ist aber unter freiem Himmel das Geschäft verrichtet, grossartig. In meinem Camp musst du dich wie ein Familienmitglied fühlen. Mit diesem Respekt behandeln wir uns hier draußen. Die nächsten Tage gehöre ich zu deiner Familie. Du bist mein Bruder. Großartig. Bis später. Der Stamm der Nikina hat 9 Jahre darum gekämpft, als Besitzer von ihrem traditionellen Land anerkannt zu werden. Sie haben Neville zum Hieter von ihrem Stammesland erkoren. Mit der Einnahme von seinem Camp finanziert er den Unterhalt von dem Land. Es ist eine große Ehre für meine Familie, die Hüter dieses Landes zu sein. Ich zeige dir heute, wie glücklich wir sind. Ich sehe es dir an. Hier musst du einfach glücklich aufwachen am Morgen. Wenn nicht, bist du tot. Hier lebst du im Himmel. Das Holz, das meine Tochter Angelina trägt, ist von großer spiritueller Bedeutung für uns. Wir räuchern dich heute, um dich auf unserem Land willkommen zu heißen. Wir hüllen dich in den schützenden Rauch, damit dir nichts passiert. Und der Rauch wird alle schlechten Geister vertreiben, die du auf mein Land bringst.
Die werden hier im Feuer bleiben. Danach werden wir einen fantastischen Tag haben. Fantastic day, good. You want to give me a backpack? So we use three trees here. Wir verwenden das Holz von drei unterschiedlichen Bäumen. Eukalyptus, Gungra-Busch und Papierrindenbaum. Dieser Rauch reinigt uns und er nimmt alles Böse von uns. Es riecht wirklich gut. Ja, wunderbar. Jetzt muss ich das Feuer ersticken, damit wir den Rauch richtig einatmen können. Stand up in the fire. Come back in the fire. Sim? Yeah. Thanks for the matches. Okay. Wir verbringen den Nachmittag am Fitzroy River. Der Neville legt grossen Wert darauf, sein traditionelles Wissen an seine Kinder weiterzugeben. Die Angelina und der Simon kennen alle Pflanzen und Tiere in der Gegend. Der Simon hat von seinem Vater gelernt, wie man Barramundi fischt. Heute ist der 9-jährige Bub mein Lehrer. Kannst du mir helfen? Ja. Wie muss ich die Rute bewegen? Wenn du den Köder einholst, machst du immer ruckartig 1, 2, 3. Mit kleinen Pausen dazwischen. Dann sieht es aus wie ein verwundeter Fisch, der nicht mehr richtig schwimmen kann. Das lockt den Barramundi an. Er will einen einfachen Fang. Wenn wir Glück haben, wirst du uns heute Abend alle satt machen. Ich versuche mein Bestes. Viel Glück. Wo alle sich schon ein bisschen gelangweilt haben, gelingt mir der erste Fang. Sven, hochziehen! Das Netz. Sam, you ready? Langsam, nicht ausrutschen. Sven, you walk here. Sven, yeah. Lauf hier rüber. Okay, geschafft. Wow, great. So. This is the one I got bike from. Okay. Dad, I got my pliers. Nina, stand up. Der Barramundi ist ein begehrter Fisch zum Essen. Der Neville hat in der letzten Nacht Sterne gelesen und berechnet, wenn das Fische beißen. Sven! Ja. Ich darf mir also nicht zu viel auf mein Fangglück einbilden. So. Another one. Jedes Mal, wenn wir uns in der Natur bedienen, zollen wir dem Tier, dem Fisch, unseren Respekt und danken dem Land, dass es uns ermöglicht hat, Essen nach Hause zu bringen. Es ist ganz einfach. Wir nehmen unseren Schweiß aus der Achselhöhle und streichen ihn auf den Boden, wie eine Unterschrift. Was sagen wir? Danke für das Vergnügen und die Barramundi. Und danke, dass wir diesen Fluss hinter unserem Haus haben. Wir versprechen, gut nach ihm zu schauen. Der Neville meint, Natur ist sein Supermarkt und seine Apotheke. Hier findet er alles, was er für seine Familie braucht. Da drüben, das ist der Baum, den wir suchen.
Sehr gut gegen Entzündungen und Prellungen. Ich befestige den Plastiksack hier und du kannst mir helfen, die Medizin zu pflücken. Für deine Familie ist er mein Bruder. Du hältst den Ast so und ziehst einfach die Blätter ab. Put it in the bag. Strip the leaf off. Put it in the bag. Die Vorfahren von Neville leben seit über 60'000 Jahren auf dem Kontinent. Mit der Ankunft von den weißen Siedlern sind die Aborigines in ihrem eigenen Land an den Rand gedrängt worden. Neville, du hast dein Schicksal in die Hand genommen und etwas aufgebaut. Warum schaffen das nur so wenige Aborigines? Ich frage dich, warum machen grundsätzlich so wenig Menschen etwas aus ihrem Leben? Nicht nur Aborigines. Ich denke, mein Volk muss jetzt handeln, sonst verpasst es den Anschluss. Wir wurden 250 Jahre lang kolonialisiert. Wir müssen begreifen, dass der Kontinent nicht mehr nur uns gehört. Er gehört den Schwarzen und Weißen. Leider haben wir eine weiße Regierung. Und wir Aborigines müssen uns den Weißen anpassen. Die Aborigines tun sich schwer mit der modernen Welt. Viele haben Alkoholprobleme. Sie ziehen in die Städte und verlieren das traditionelle Wissen. Ich denke, das ist doch das Hauptproblem, oder? Wenn du einem Menschen den Stolz und das Selbstvertrauen raubst, was soll er tun? In all den Ländern, die von den Weißen erobert wurden, lebten stolze Menschen. Doch sie wurden zu lange unterdrückt. Dieses Trauma veränderte das Denken der Menschen. Wir dümpelten 250 Jahre lang in den Schwimmwesten herum, die uns die Regierung zugeworfen hat. Jetzt sagen sie, hey, wir wollen die Westen zurück. Sie hat aber nicht gemerkt, dass wir gar nie gelernt haben zu schwimmen. Bevor man den Menschen die Schwimmwesten wegnimmt, muss man ihnen das Schwimmen beibringen, sonst ertrinken sie. Die Joe hat meine Barramundis gekocht. Welches ist das beste Stück? Für dich? Das Filetstück. Warum für mich? Meine Kinder und ich essen den Kopf und den Schwanz. Okay. Der Kopf ist für den ältesten Mann am Tisch und der Schwanz für die älteste Frau. Darum habe ich dir vorher gesagt, sag nicht überstürzt, ich will dieses oder jenes Stück. Denn im Lauf deines Lebens wirst du den ganzen Fisch essen. Du fängst beim Schwanz an und endest beim Kopf. Alles zu seiner Zeit und nichts überstürzt. Wenn jemand bettelt, ich will dies, ich will jenes, bekommt er es erst recht nicht. Dann gebe ich dir also den Kopf. Ja. Simon, willst du einen Kopf? Einen großen oder einen kleinen? Nimm du den großen, Papa. Nein, ich nehme den kleinen. Danke, Sven. You're welcome. Yeah. Perfect. Some chili and some lemon here. Yeah. And for you, Joe. Joe, du bist als weiße Australierin mit einem Aborigine verheiratet. Wie hast du all diese Regeln gelernt? Das war ein langsamer Prozess. Nevilles Familie hat mich sehr herzlich aufgenommen und akzeptiert. Sie haben nie gesagt, so musst du es machen. Sie gaben mir Zeit zu lernen. Vor allem, indem sie mir Dinge zeigten. Ich war manchmal etwas schwer von Begriff, aber sie waren geduldig und großzügig. Definitely they were very patient and accommodating and gave me time to learn about
Und natürlich konnte Neville mir helfen, zum Beispiel bei den Tischmanieren, die ungewohnt waren. Wisst ihr noch, was wir in der Schweiz sagen vor dem Essen? Ein Guter. Ein Guter. Okay, thank you. Thank you very much. Es ist schon ein anderes Essen, wenn man es selber gefangen hat. Und es ist sehr fein. Übrigens, Joe ist sehr gute Köchin. Wir werden verwendet nach Strich und Faden. Und heute haben wir mit diesem Fang von diesen zwei Baramundis ein Teil dazu beigetragen. Neville Paulina hat den Sprung in die moderne Welt geschafft, ohne seine Tradition aufzugeben. Er ist ein Ausnahme. Ein Haufen Aborigines finden sich im eigenen Land nicht mehr zurecht. Für sie muss der Ausdruck vom Lucky Country wie ein Hohn klingen. Die Westküste entlang fahre ich nach Exmouth. Vor der Küste liegt das Ningaloo Reef. Es ist mindestens so schön wie das Great Barrier Reef. Und noch viel besser intakt. Ich habe mit der Meeresbiologin Danny Robb abgemacht. Sie arbeitet für die Nationalparkbehörde vom Ningaloo Reef. Ihre Aufgabe ist der Schutz der riesigen Walhai, die im Reef leben. Yes, you must be Sven. Great. What a welcome. Nice to meet you. Pünktlich zum Sonnenuntergang. Ja, das ist unser Lieblingsplatz hier oben. Wir haben bereits einige Wale gesehen. Sie sind vorbeigeschwommen. Von hier oben? Toll. Und dazu Barbecue mit Freunden und Familie? Ja, wir treffen uns zu Garnelen und Champagner und halten Ausschau nach den Walen. So cheers and thank you very much. Yeah, no problem. Everything. Thanks for coming. Yeah, that's great. I'm really happy to show you our beautiful World Heritage area. It's yeah. Just magic. Really magic. There's nobody around. Die Danny hat mich eingeladen, Ski am nächsten Morgen bei der Arbeit zu begleiten. Und mit ein bisschen Glück kann ich euch mit Walhaja schwimmen. Am nächsten Morgen liegen vor der Küste einige Ausflugsboote. In Exmouth haben sich in den letzten Jahren einige Touristenunternehmen auf die Vermarktung der Walhaie spezialisiert. Die Konkurrenz unter den Touristenbooten ist gross. Umso wichtiger sind die Kontrollen. Die Danny begleitet regelmässig Walhaie-Ausflüge und kontrolliert, ob die Richtlinien eingehalten werden. Jedes Boot braucht eine Lizenz und ist an einem strikten Verhaltenskodex unterstellt. Obwohl das Wasser angenehm warm ist, bekomme ich einen Neoprenanzug. Zum Schutz der australischen Sonne und der saisonalen Quallen. Das oberste Ziel von Danny ist der Schutz der Walhaie. Der Captain des Touristenboot will mit der Vermarktung der Haie Geld verdienen. Was die Danny seine Papiere kontrolliert, ist die Stimmung locker und freundschaftlich. Der Boss ist aber die Danny. Wenn sie Unregelmäßigkeiten bezüglich Richtlinien entdeckt, riskiert der Veranstalter seine Lizenz zu verlieren.
Langsam spüre ich ein leichtes Kribbeln. Ein Flugzeug sucht Walhaie und meldet dem Captain die genaue Position. Auch wir Schnorchler müssen Regeln einhalten. Wir dürfen uns dem Hai nur von hinten annähern, sodass er ungehindert weiterschwimmen kann. Und wir müssen einen Mindestabstand von 4 Metern einhalten. Und da ist er. Nur ein paar wenige Meter von mir weg. Der Walhai ist der grägste Fisch in der Weltmeer. Die Begegnung ist kurz. Mit einem einzigen Flossenschlag taucht der Ries ab in die Dunkelheit vom Indischen Ozean. Einen gesehen, aber nur ganz kurz. Er war so schnell unterwegs, gerade so durch die Sonneneinstrahlung. Ich habe ihn gesehen, schimmern. Ist er gerade... Ja, ich habe ihn gesehen, aber nur kurz. War wohl ein schneller Kerl. Ja, ziemlich schnell. Walhaie sind Einzelgänger und wandern der Küste entlang. Die Dani überwacht, dass die Touristenboote nicht zu lange beim gleichen Tier bleiben. Der Captain muss immer wieder andere Haie ansteuern, was seine Helfer im Flugzeug erspäht haben. Wann hast du deinen ersten Walhai gesehen? Vor etwa 10 Jahren. Und das war der Moment, in dem du dich in die Tiere verliebt hast? Diese Tiere haben mich schon in der Schule fasziniert. Aber ich hätte mir nie erträumt, dass ich dereinst im Ningaloo Reef mit ihnen arbeiten werde. Als 12-Jährige konnte ich mir das nicht vorstellen. Es ist fantastisch. Ich finde, sie sind mehr Wale als Haie. Nein, das meinen alle. Es sind richtige Haie und nicht mit dem Wal verwandt. Aber der Charakter scheint so ruhig. Wenn wir sie sehen, sind sie nicht auf Nahrungssuche. Sie wärmen sich gemütlich an der Meeresoberfläche auf. Ich habe die Walhaie schon in gefräßiger Ekstase erlebt, wenn sie hungrig waren. Sie schießen mit offenem Maul durchs Wasser. Dann willst du auf keinen Fall in ihrer Nähe sein. Nicht, weil sie angreifen würden, aber sie sind so schnell und kräftig. Du könntest ihnen kaum ausweichen. Ein zweiter Walhai ist aufgetaucht. Dort drüben dreht er seine Runden. Ja, so ein bisschen kribbelig bin ich schon, weil es sind ziemlich grosse Goldfische. Now it's turning the other way. Obwohl die Walhaie so imposant sind, weiss man sehr wenig über ihre Wanderroute und ihr Paarungsverhalten. Die Dani vermutet, dass sie einen grossen Teil von ihrem Leben in grossen Tiefen verbringen. Meeresbiologin kommt jetzt auch ins Wasser. Sie will die Rückenflosse vom Hai fotografieren. Die ist bei jedem Tier individuell. Die Dani kann die Tiere identifizieren und so die Population kontrollieren. Aber die 4 Meter, schöner von den kleineren, so, aber super schön. Bei aller Faszination und Begeisterung, mir geht es gerade nicht so gut.
Kommst du nochmals rein? Nein? Okay. Nein, mir ist schlecht. Ich bin halt doch ein Bergler und nicht wirklich seetauglich. Mein Tag ist gelaufen und ich träume von Walhai. Am nächsten Morgen habe ich mich erholt. Inzwischen stand 11.493 Kilometer auf dem Zähler. Weiter geht's entlang von der Westküste. Zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen erreiche ich die berühmten Pinnacles. Pinnacles. Ja, faszinierend. Es sieht uns fast wie Unterwasserlandschaft. Der helle Sand. Und dann wie so Riffs. Und so Spitzen an unserem Bodenrand. Die Kalksteinsäulen sind vor Tausenden von Jahren entstanden. Dazumal ist tatsächlich all das unter Wasser gelegen. Mal das Bild. Langsam neigt sich meine Reise dem Ende zu. Ich bin seit über 2 Monaten unterwegs. So Bilder nehme ich mit und die bleiben unvergessen. Ich frage mich, wie werden die Menschen geprägt, die in einer so endlos scheinenden Landschaft aufwachsen. Von meiner Heimat kenne ich die Geborgenheit, eingebettet in einem hohen Berg. Nach 12.378 Kilometern ist meine Reise jetzt fertig. Vor 10 Wochen bin ich mit meinem Team in der Brüthitze im Outback gestartet. Hey, ich muss mich voll konzentrieren, wenn sie links bleiben. Hier, alles ist verkehrt. Ich war zuerst mal in Australien. Und habe herausfinden, was an der Behauptung dran ist, nie erleben wir so glücklich wie im Lucky Country. Ich habe Menschen kennengelernt, die mich mit ihrer Leidenschaft angesteckt haben. Und ich habe Menschen kennengelernt, die mir gezeigt haben, dass man das Glück in den kleinen Sachen suchen muss. Yeah. Sind die Menschen hier in Australien glücklicher als wir in der Schweiz? Nein, ich glaube nicht. Mir erweitert die Reise im wahrsten Sinne des Wortes meinen Horizont. Und ich weiss jetzt, wer die Offenheit und der Mut hat für Reisen, gewinnt Chance, den Wert des eigenen Lucky Country neu zu entdecken.